Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren heroischen Videoguide von MMOZone für den Boss Beth Deluck aus den Feuerlanden. Ein kleines Vorwort ist hier angebracht, da der Boss verdammt schwierig zum aktuellen Zeitpunkt ist, wir es aber dennoch geschafft haben als 60. Gilde weltweit. Hurra! Und worauf möchte ich euch jetzt hier eingehen? Zum einen natürlich die Positionierung und Aufteilung. Vor dem Kampf, ich werde jetzt mal hier mit den Worldmarks arbeiten. Und ja, fange damit mit dem blauen, mit der blauen Weltmarkierung an. Das ist der zentrale Punkt von eurem Raid, beziehungsweise sollte es im Idealfall sein. Ansonsten, wie gesagt, wir müssen jetzt drei Gruppen bilden aus jeweils einem DD und einem Heiler. Das haben bei uns gemacht, zwei DKs und eine Eule, die die sogenannten Aschenweber-Spinnlinge, die jetzt hier hinten aus diesen Höhlen spawnen werden. Ich werde das mal markieren. Mit dem Grün, mit dem Violetten. Dort hinten kommen immer Ads kontinuierlich über die komplette erste Phase. Und hier hinten kommen noch Ads. Diese Ads konzentrieren sich wie im Normal Mode auch schon auf die Aschenweber-Drohnen. Und die dürfen unter keinen Umständen den Raid bzw. die Drohne erreichen, da die Drohne sich sonst wieder heilt und das dann alles mit dem Damage verdammt krass ist. Müsst ihr DDs einteilen, wie gesagt, bei uns haben es DKs gemacht, die haben schön geslowed und Eulen, die können schön knockbacken und dann sollte das außerdem passen. Außerdem kommen aus diesen Höhlen noch sogenannte Aschenweber-Brutlinge, die ein Ziel aus eurem Raid fixieren, dort dann hinlaufen und ja, sobald sie einfach auf einen Spieler treffen, dort explodieren und eine Pfütze auf dem Boden hinterlassen, wobei sie, wobei die Pfütze unheimlich viel Schaden verursacht. Das heißt, es ist auch wieder die Aufgabe von den drei Spielern, die jetzt hier, ich werde das hier nochmal mit dieser Maus markieren, die Spinnlinge töten, sollten auch die Brutlinge mitnehmen. Ansonsten Phase 2 Übergang, ganz wichtig, Beth Deluck rausziehen hier an die Seite, damit sie ja kein Ad, was vielleicht noch irgendwo rumläuft, frisst. Denn sollte sie eins fressen, könnt ihr sagen, zum aktuellen Zeitpunkt schafft ihr es nicht, sie zu töten. Außer ihr habt die überkrasse DPS, was ich, ja weiß ich nicht. Kann sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz wichtig, Beth Deluck rausziehen, alle Ads, die noch rumlaufen, töten und dann Full DPS auf Beth Deluck, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal Phase 1 an und ich sage bis gleich. So, und da starten wir schon mit der ersten Phase von Beth Deluck, welche, wie gesagt, drei schwelende Verwüstungen braucht. Dann kommt Beth Deluck runter. Und ja, ihr seht hier links und rechts wieder das Symbol X. Rechts daneben das Violette und in der Mitte natürlich das Blaue. Hinten ist noch das rote X. Und ja, achtet gleich mal darauf. Ich werde auch nochmal im Kampf speziell darauf. Wobei, jetzt haben wir hier ein grünes, kein rotes X, aber ist ja egal. Das sind halt die drei Punkte, wo die Ads gleich spawnen werden. Die sogenannten Aschenweber-Brutlinge und Aschenweber-Spinnlinge. Außerdem haben wir natürlich wieder die Aufgabe, einen Tank hochzuschicken, zwei Heiler. Und in der ersten Verwüstungsphase, so sage ich jetzt einfach mal, gehen vier bis fünf DDs, je nachdem wie viele Fäden da sind, hoch. In der zweiten Verwüstungsphase gehen nur noch drei DDs hoch und in der dritten und letzten Verwüstungsphase auch nur noch mal drei DDs. Natürlich immer zwei Heiler und ein Tank. Der Heiler bzw. der Tank sollte als allererstes hochgehen, dann die beiden Heiler und zuletzt dann die DDs. Wird ja keinen Sinn machen, wenn oben alle da sind, nur der Tank ist nicht da, dann könnt ihr sagen, es ist Vibe, weil einfach Beth Deluck oben alles töten wird. Und ja, ansonsten haben wir DDs jetzt unten die Aufgabe, die sogenannten Aschenweber-Spinnen zu taunten, Spinner zu töten. Ihr seht das hier, die lassen sich schön runter. Und man muss sie taunten, damit sie runterkommen. Das ist ganz wichtig. Sonst bleiben sie die ganze Zeit dort oben hängen und spucken und netzen noch Spieler ein. Deswegen Spieler, die taunten können, unbedingt vorher klären, welche Seite man tauntet. Ich habe immer hinten links mittig getauntet und ja, das klappt soweit eigentlich auch gut. Es kommen jeweils drei Phasen, also drei Ad-Phasen von diesen Spinnern runter. Die werden dann einfach hier in der Mitte mehr oder weniger getankt und dort dann natürlich schon getötet. Ansonsten, wenn ihr jetzt mal rechts ins Bild schaut, ich zoome hier mal ein bisschen ran, seht ihr überall schon diese Grütze auf dem Boden. Das ist wie gesagt die angesprochene Aschenweber-Brutlinge, die Explosion und die daraus resultierende Fläche auf dem Boden. Ansonsten schnappt sich jetzt hier der Tank die Aschenweber-Drohne und zieht ihn wieder schön in die Mitte. Dort werden wir dann einfach weiter Damage drauf machen
Und wenn ihr jetzt mal hinten links schaut, dann seht ihr dort Tang, dort DPS, ein DK, die Aschenweber, Spinnlinge oder hier rechts im Bild auch. Und ja, so läuft das halt den ganzen Kampf über. Wenn man mittig steht, können die Aschenweber-Brutlinge natürlich nirgendwo anders hin und müssen kontinuierlich quasi mittig bzw. in diesem Dreieck auf das blaue Symbol zulaufen. Und so haben dann die Spieler, die außen die Ads machen, schön die Möglichkeit, diese Explosion dort hinten zu halten und nicht in den Raid zu gelangen. Ansonsten haben wir jetzt hier die zweite Verwüstungsphase, das heißt, es kommen wieder dreimal diese Aschenweber-Spinner runter, heißt wieder für uns runtertaunten, AEn und einfach alles wegbomben. Ansonsten kommt hier natürlich schon die zweite Drohne. Das Besondere bei der Drohne ist, sie hat auch eine neue Fähigkeit im Heroic-Mode, und zwar das Fixieren. Sie fixiert einen Spieler aus eurem Raid. Das kann auch ein Spieler sein, der außen, ganz außen die Ads macht. Also jetzt zum Beispiel hinten rechts im Bild haben wir das lila Symbol. Das kann natürlich sein, dass die Drohne sich genau diesen Spieler aussucht. Das ist ein bisschen lackabhängig. Und ja, dann müsst ihr einfach einschreiten und diese kleinen Ads mittöten, damit der andere Spieler möglichst schnell wieder zum Tank kann, beziehungsweise hier in die Mitte. Auch wenn ihr die Fixierung auf euch habt, werdet ihr daran nicht sterben, da sie 75% weniger Schaden verursacht. Also ja, möglichst schnell zum Tank laufen und dann passt das. Ansonsten sollte man sich als DD natürlich nicht vor der Drohne befinden, da sie die Fähigkeit kochender Spritzer nutzt, wo man gerne mal schnell um 100k runterdroppt. Das heißt, immer schön hinter der Drohne bleiben. Ansonsten sehen wir jetzt hier die zweite Verwüstungsphase. Und ja, heißt für uns als Taunt DDs und Tanks natürlich wieder die Aschenweber-Spinnen runtertaunten. Aufpassen, dass das Fixieren von der Drohne jetzt nicht irgendwo hinten einen von den, ich sag mal, kleinen Spinnlingen DDs trifft. Beziehungsweise, falls es einen trifft, dann dort aushelfen als Range DD. Und ja, ansonsten hier wieder einfach nur runtertaunten. Das klappt bei uns recht gut. Und einfach nur schnell weg AEen. Dann sollte das auch kein Problem sein. In der dritten und letzten Verwüstungsphase gehen wieder drei DDs hoch. Und ja, das ist eigentlich so mit das Schwerste. Beziehungsweise Ziel sollte es natürlich sein, Beth die Luck auf möglichst, ich sag mal, ca. 75% zu bringen. Wenn ihr mal rechts unten in das unterhalb des Debuff-Frames schaut, seht ihr Beth die Luck mit 79 Millionen Lebenspunkte. Kann man sagen, sie hat noch knapp 80% Lebenspunkte jetzt. Und wir haben noch eine komplette Verwüstungsphase oben, also wo man Damage machen kann oben. Und ja, 75% sollte das Ziel sein. Und das ist jetzt hier unsere letzte Drohne. Links und rechts kommen nochmal kleine Spinnlinge durch. Als die dem ein bisschen natürlich da das Auge drauf haben. Und so wie ich jetzt hier einfach mal dann aushelfen, sofern die DDs, beziehungsweise es macht nur einer, also der DK beziehungsweise die Eule, es nicht schaffen sollte, einfach mit drauf gehen und ein bisschen aushelfen, sage ich jetzt mal. So, die letzte Verwüstungsphase. Und dann beginnt auch schon die zweite Phase. Während diesem Phasenübergang spawnen nochmal kleine Spinnlinge, auch wenn Beth die Luck unten war. Also sie ist unten, danach spawnt nochmal eine Welle von den Spinnlingen und danach ist Ende. Das heißt für euch, das heißt für alle Range und 2-3 Melees noch, das haben bei uns die Schurken gemacht, schnell an diese drei außenstehenden Punkte gehen und dort alles töten, damit ja kein Ad Beth die Luck erreicht. Denn zum aktuellen Gearstand könnt ihr sagen, mit 85% werdet ihr das nicht schaffen. Da kann eure, na gut, wenn ihr krasse DPS habt, vielleicht, aber wie gesagt, bei uns kam sie runter mit 75%, das war perfekt. Ihr werdet auch sehen, warum am Ende. Und ja, ansonsten heißt es jetzt hier natürlich Max DPS. Die Tanks taunten sich, sobald ein Tank den Kuss abbekommen hat, den Witwenkuss. Ihr seht das jetzt hier, Kuss auf Weiß. Weiß läuft dann nach links raus. Also ihr seht ihn hier links, ich zoome mal da ein bisschen ran. Und der explodiert dann da so ein bisschen und der Kuss-Debuff stackt quasi hoch, dass er ja, über 20 Sekunden lang alle 2 Sekunden seine Lebenspunkte um 2% senkt. Und ja, außerdem macht er diesen kleinen AE-Schaden. Das Besondere hierbei ist aber in dieser Phase, dass Beth die Luck den Raserei-Buff hochstackt und damit mit der Zeit immer mehr Schaden verursacht. Der ganze Trick an diesem Encounter ist es jetzt natürlich, mit euren eigenen Raid-Cooldowns zu arbeiten. Das heißt,
Wir haben bei einem 17er Stack haben wir angefangen mit einer Kuppel. Danach kam dann ein Totem von einem Schaman. Also immer zwei Explosionen abwarten und dann halt einen neuen Cooldown. Ist natürlich jetzt relativ schwierig für mich, euch zu sagen, wie ihr die CDs zieht, weil ich nicht weiß, mit wie vielen Palas, mit wie vielen Priestern, mit wie vielen Heildruiden etc. ihr spielt. Aber ich kann euch einfach mal unsere Reihenfolge vorlesen. Also bei einem 17er Stack von Beth Tilak haben wir die Kuppel gemacht, dann zwei Explosionen immer abwarten. Danach kam Bloodlust und Aura Mastery gleichzeitig, also Aura Mastery von Pala. Danach wieder zwei warten, dann haben die beiden Heal-Druiden ihr Trank gezogen. Da muss man jetzt ein bisschen variieren, wie low ist der Raid, eventuell dann schon nach dem nächsten Schamanentotem wieder plus Krieger schaut. Als nächstes dann wieder zwei Explosionen warten, danach von dem Tank den CD plus Krieger schaut. Danach kommen unsere zwei Eulentranks und danach unsere zweite Kuppel vom Priester. Dann also haben wir am Ende ein ca. 34er Stack und der Boss muss dann irgendwann demnächst umfallen, weil viel höher könnt ihr das nicht hochstacken lassen, sonst wird der Boss euch einfach, ich sag jetzt einfach mal, töten. Und ja, das war mein Guide für Beth Tilak. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle bei meiner Gilde Undisputed vom EU Realm Terror da, bei euch fürs Weitergeben, Anklicken und Empfehlungen aussprechen meiner Videoguides. Und ja, das war's im Großen und Ganzen. Für Add-on-Fragen besucht bitte meine Webseite www.mmozone.de. Hier seht ihr noch den Loot 391er Item Level. Und das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Boss und macht es gut. Bis dahin, ciao.